Hallo zum Mittwoch. Ja, wir haben heute Mittwoch, den 2.8. Ich bin in Schwangerschaftswoche 39 plus 3. Was bin ich? Ich bin blass. Im Gammelmodus, wie die letzten Tage auch. Robert ist auf Arbeit. Und ich war relativ früh wach heute. Bin eigentlich fast nach ihm aufgestanden, Stunde nach ihm oder was. Hab ein bisschen was gefrühstückt, was noch da ist. Wir müssen unbedingt einkaufen. Und hab dann Gilmore Girls geguckt. Um 10 dann gewartet, dass mein Video online geht. Und dann bin ich vorm Computer schlagartig quasi eingeschlafen. Und hab irgendwie 50 Minuten Powernapping gemacht. Und dann ja, bin ich jetzt wieder wach. Und ich habe schon eine Waschmaschine angemacht. Hab mir jetzt gerade eine Fertigpizza in den Ofen geschoben, weil, wie gesagt, wir müssen unbedingt einkaufen. Und die werde ich jetzt essen, Energie haben hoffentlich, dann duschen, mich ein bisschen zurecht machen. Ich sehe furchtbar aus. Aber ja, das ist die Realität. Und ihr wisst, ich zeige mich auch so auf YouTube. Ob das aber von Vorteil ist, bezweifle ich. Aber egal, es ist, wie es ist. Und ja, schau mal, wie weit ich heute komme. Ich hoffe, dass euch der Vlog von gestern trotzdem gefallen hat. Hoffe, dass es heute nicht so wird. Und ja, ich genieße gerade mein Karamals und ja, gleich meine Pizza, worauf ich mich sehr freue. Und dann sehen wir mal weiter. Hallöle, ich habe mich mal umgezogen, yay, und geduscht. Haare natürlich nicht gewaschen, das mache ich morgen. Morgen ist es soweit und ich werde mich jetzt ein bisschen schminken. Denn es geht gleich raus zum Eisessen. Robert hat geschrieben, ob ich Lust auf Eis habe. Und klar habe ich Lust auf Eis. Deswegen will ich nicht ganz so fertig aussehen. Und jetzt mattiere ich mein Gesicht wieder. Weil draußen sind es irgendwie 33 Grad oder so. Damit ich mir nicht einen abschwitze. Obwohl ich so oder so schwitzen werde, das weiß ich jetzt schon. Und ich wollte dann auf jeden Fall in DM. Ich wollte mir noch Traubenzucker da, glaube ich, holen, genau. Und noch gucken, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe auch noch, bei Glückskind bin ich hier angemeldet. Und da habe ich halt diesen Coupon für dieses Stilltuch noch seit Ewigkeiten hier rumliegen. Das wollte ich mir jetzt mal endlich abholen. Das ist übrigens das Make-up von L'Oreal, was echt gut hält bei dem Wetter. Muss ich sagen, ich meine, ich schwitze trotzdem. Aber es verrutscht nicht. Das fand ich mega genial. Und das mache ich mir jetzt einfach ein bisschen drauf. Und mehr mache ich da auch nicht groß. Also Augen gleich noch ein bisschen. Und das war's dann. Ja. Ich habe mir meine Pizza eben reingezogen. Ich merke aber gerade schon wieder, dass ich irgendwie ein Hüngerchen kriege. Komischerweise. Ich habe irgendwie Bock auf was Süßes, aber wir haben echt nichts da. Also können Robert und ich eigentlich mal eben noch schnell was einkaufen gehen, wenn wir jetzt eh schon unterwegs sind, gleich zum Eis essen. Und ja, ich habe mir den Coupon schon zurechtgelegt. Ich habe mir sogar die Glückskind-App runtergeladen. Weil da jetzt auf der Seite stand, dass die Coupons nur mit der App zu erreichen sind. Da gibt es auch so noch Gutscheine, 10% und auf bestimmte Artikel, Mom, Nook und sowas, je nachdem, was ihr da kauft. Ja, mal schauen. Aber ich brauche ja eigentlich nichts mehr. Oder wir brauchen erstmal nichts mehr. Ja, soweit sind wir, glaube ich, ausgerüstet. Ein bisschen die Beine vertreten an der frischen Luft. Und diese Baustelle hier geht mir so, so dermaßen auf den Keks. Ich kann das gar nicht mit Worten mehr festhalten. Die gehen mir so auf den Keks. Diese Baustelle existiert schon quasi über einem Jahr, glaube ich. Und eigentlich sollte sie nur bis Ende Juli gehen. Tja, hallo August. So viel dazu. Ja, so, ein bisschen Concealer. Dann sieht man schon irgendwie direkt anders aus, finde ich, ne? Was so ein bisschen Schminke schon mal ausmacht. Zum Glück habe ich nicht ganz so krasse Augenringe. Aber diese blöde Flatschen da mitten auf der Stirn, ne? Zum Glück ist der ein bisschen besser geworden. Ich dachte schon, ich müsste dann so zum Entbinden. Nein, gibt Schlimmeres, ne? Aber auf den Fotos sieht es ja dann doch besser aus, ne? Habt ihr euch eigentlich zu eurer Geburt noch ein bisschen geschminkt? Oder so gar nicht, gar nicht? Also so ein bisschen Mascara oder so. Habt ihr das gemacht? Das würde mich mal richtig, richtig interessieren. Manche machen das. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wenn es mir noch gut geht, warum nicht? Und man fühlt sich ja auch meistens dann ein bisschen anders, ne? Also wenn man zurecht gemachter ist, sag ich mal. Sonst
Ich muss mir eben vom Nahen angucken. Ja. Das passt. Ich arbeite das immer so ein bisschen noch mit diesem Pinsel dann ein. Da, wo ich nicht hinkomme. Mit den Fingern hinterher. So. Das ist soweit die Grundierung. Und was ich noch benutzt habe, ist das Instant Matte hier von Essence. Und das war dann im Grunde, was das Make-up alles so haltbar gemacht hat. Das mache ich jetzt noch schnell. Und es ist voll erfrischend. Das tut richtig gut. Im Kühlschrank habe ich auch noch meinen Spray von Avène. Aber jetzt bei dem Wetter nehme ich gerne so ein extra mattes. So, und ich würde sagen, ich mache die Augen jetzt noch fertig. Da muss ich euch ja, glaube ich, nicht noch mit mitnehmen. Und ja, mach das jetzt mal fertig. So, was ein bisschen Schminke ausmacht, Leute. Heftig, ne? Da können die Haare beschissen aussehen, wie sie wollen. Ich sehe trotzdem besser aus. Egal, Haare lasse ich jetzt noch so, weil ich einfach keinen Bock auf Schwitzen habe. Ich habe auch hier schon meinen besten Freund zurzeit an. Perfekt, ich lasse mich belüften. Und was ich noch unbedingt sagen wollte, genau. Das ist mir jetzt schon bei einigen Vlogs, Daily Vlogs aufgefallen. Ich schreibe ja immer meine Schwangerschaftswoche dazu und sage dann, ich bin in Woche 39. Und andere schreiben dann, du bist in der 40. Woche, das ist die 40. Woche. Ja, ihr habt recht, wir haben beide recht. Weil, wenn ich sage, ich befinde mich in Woche 39 plus 4, dann bin ich in Woche 39 plus 4. Und wenn ich sage, ich bin in Woche 40, dann ist es aber eigentlich schon die 41. Schwangerschaftswoche. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich formuliere es einfach nur anders. Ihr habt schon recht, aber ich bin tatsächlich in Woche 39 plus 3 jetzt aktuell. Aber tatsächlich, ja, wenn ich so sagen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in der 39. Schwangerschaftswoche, dann wäre es verkehrt. Weil dann wäre ich ja in Woche 38. Wisst ihr, was ich meine? Also haben wir eigentlich beide recht. Also ja, ihr habt recht. Ich bin in Woche, in der Schwangerschafts... Nein, ich bin in der 40. Schwangerschaftswoche und befinde mich in der Woche 39. Ja, ich glaube, ich wollte das einfach nur noch mal kurz klarstellen. So, wir fahren jetzt in die Stadt, lecker Eis essen, da freue ich mich schon drauf. Ich hatte, ich habe jetzt richtig Bock auf so einen Schokobecher, so einen richtig fetten mit Schoko-Eis-Vanille-Schokosoße. Oder einen Eis-Eiskaffee-Becher, muss ich mal gucken. Oder mit Frucht. Du hattest Bock auf? Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis. Habe ich beim letzten Mal auch, aber es war nicht mehr so geil wie früher, muss ich ehrlich sagen. Deswegen werde ich auf so einen Becher umsteigen. Ja, da freue ich mich jetzt voll drauf. Es ist mega heiß in der Sonne. Wirklich heftig heiß. Wenn es morgen noch mal so warm wird, fahre ich, glaube ich, ins Schwimmbad. So, Hand. Kannst du zumachen? Ja. Okay. So, Klimaanlage. Boah, das ist sogar in der Wohnung kühler. Ja, und ich würde sagen, lass es uns auf jeden Fall gleich schmecken. Dann gehe ich noch in die DM. Die Sachen habe ich auf jeden Fall mit, den Coupon und sowas. Und ja, geplant ist aber auf jeden Fall eigentlich nur Eis essen. Und dann würde ich sagen, bis später. Jetzt, wo ich gerade die Kamera mit habe, kann ich euch auch mal zeigen, was für süße Sticker Robert geholt hat. Voll cool, oder? Hihi. Es gibt auf jeden Fall gleich einen kleinen Müller-Haul noch im Vlog. Und bei Rewe war... Rewe. Bei Rewe waren wir auch noch kurz. Es gibt voll die coolen, leckeren Sachen, so Limited Edition mäßig. Können wir euch ja auch noch zeigen gleich. Was machst du? Die Versicherung. Komm eh gleich aus der Schale raus. Doch, unbedingt. So, ich würde sagen, bis gleich, wenn wir oben sind. Ein Mini-Food-Haul auf die Schnelle. Ja, weil wir müssen jetzt nicht mehr groß einkaufen fahren. Jetzt haben wir nur ein paar Sachen direkt im Rewe mitgenommen. Einmal ein bisschen was zum Schnabulieren. Tortilla-Chips hier hat Robert mit eingepackt. Ich habe hier Knabber-Snack. Bacon-Geschmack-Dinger mal mitgenommen. Hatte ich ewig nicht. Dann hat Robert hier noch so Kaffeeplätzchen geholt. Und ich habe hier diese Zott-Sahne-Joghurt Special Edition gefunden. Einmal Erdbeersplit, das sieht so lecker aus mit weißer Schokolade. Und hier mit so exotischen Früchten. Maracuja ist ja immer gut. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Dann einen Kaffeekuchen. Dann ein Bauernbrot. Müller-Milchschoko. Dann frische Kalbsleberwurst. Dann, das fand ich mega interessant, ich kenne das normalerweise nur als Zitronen oder Limette. Aber es gibt jetzt auch anscheinend hier so Orangenfix. Und ich dachte mal, ins Leitungswasser so ein Spritzer ist mal was anderes. Dann fürs Wochenende trinken Robert und ich eigentlich immer ganz gerne zum Frühstück hier auch mal so einen Saft.
Das ist jetzt von Horus 10 milder Multivitaminsaft. Dann einmal Plattpfirsiche und Plattnektarinen. Dann zweimal Mozzarella für unseren Pizzateig, den wir letzte Woche schon gekauft haben. Dip für die Tortilla-Chips, nochmal Müllermilch. Dann, das wollte ich euch auch nämlich zeigen, das ist nämlich auch eine Limited Edition. Hat mich total angesprochen, weil das ist mit Zitrone, Limette, Minze und Orange. Ich liebe ja so Zitrussachen, habe ich mal direkt zwei mitgenommen. Für die Pizza Peperoni-Salami, Roberts heißgeliebte Leona. Nochmal vier Äpfel. Hier reine Buttermilch, die waren im Angebot, die habe ich nochmal mitgenommen. Dann haben wir auch diese hier entdeckt, wie Fritz, so eine Fritz-Getränk, Mate. Kannte Robert auch noch nicht, wollte er auch mal probieren. Dann Oliventrio, so für abends vorm Fernseher. Ein Olivenbrot, zweimal so Tomatensoße, zweimal Buttergemüse, Steinofen-Panini-Aufbackbrötchen und diese tiefgefrorenen, die gibt es nicht überall. Das sind die leckersten überhaupt von Koppenrad und Wiese. Unsere Goldstücke kernig und kräftig, 6 Landbrötchen, da sind so Karotten mit drin. Und die gibt es halt nicht überall. Also ich kann euch das nur mal empfehlen. Wenn ihr Aufbackbrötchen mögt, holt euch die mal. Wenn ihr die irgendwo seht, die gibt es nicht überall. Ja, die sind super, super lecker. So, alles eingeräumt und ich schwitze schon wieder. Und ich wollte aber trotzdem einen kleinen Müllerhaul jetzt gerade einfach hier mit einbinden. Achso, aber ganz oben drauf ist noch genau das, was ich halt eben abholen wollte, das Stilltuch von DM, vom Glückskind. Glückskind begrüßt sie von ganzem Herzen. Total süß, das ist auch das gleiche Muster. Gucke ich mir mal gleich in Ruhe an, ist auf jeden Fall super weich. So eine leere Flasche Evian, mal trinken, ne, ist wichtig. So, für Robert haben wir jetzt mal ein neues Deo, Rexona Men. Haben wir das mitgenommen. Ich mache wirklich nur einen Schnelldurchlauf. Dann habe ich einiges an Duschzeug und Masken wieder mitgenommen. So, an Masken. Ich bin echt kein Einhorn-Fan. Und es gibt ja mittlerweile alles in Einhorn. Aber die Masken haben sogar mich angesprochen. Und eine davon war sogar runtergesetzt auf 29 Cent. Und die andere war 69 Cent. Ich habe es doppelt mitgenommen, weil ich es einmal ausprobieren wollte. Und die andere ist dann für irgendeine zukünftige Verlosung. Einmal von Cadia Vera Young und von Marie Colette. Ist auch beides so eine Limited Edition. Ja, sehr ansprechend für viele, glaube ich. Wie gesagt, einmal für mich zum Testen und die anderen zwei kommen in meine Box für zukünftige Verlosungen. Dann kann sich mal eine von euch freuen über so Einhorn-Sachen auch. Dann war auch im Angebot eine meiner Lieblingsmasken. Und zwar diese, das ist die Thermomaske von Garnier. Die Anti-Pickel-Thermomaske, die ist so genial. Also von den Drogeriemasken in diesen Sachets ist das die allerbeste. Die legt sich so genial auf eure Haut und es fühlt sich so gut an. Die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ah ja, und die hatte mich auch angelacht, auch eine Limited Edition Mousse au Chocolat Maske mit Kakaobutter und Panthenol. Ja, auch sehr ansprechende Verpackung. Und einen Badezusatz habe ich hier mitgenommen von Aveo, ist auch die Müller Eigenmarke, Paradiestraum Badekristalle mit Granatapfelduft. Und das ist auch echt ganz gut. Und weil ich nicht so oft zu Müller komme, nehme ich die mit. Dann hat mich diese Zahnpasta angelacht. Die ist nämlich auch von Müller, von Sensident Zahncreme. Die Black and White, die hat irgendwas um 1,15 Euro oder so gekostet. Die ist halt auch mit Aktivkohle. Und das wollte ich immer ausprobieren. Ich weiß, sowas gibt es auch im DM. Aber jetzt habe ich die einfach mal mitgenommen. Dann, oh mein Gott, das riecht so genial nach Sommer. Von Palmolive, die Summer Edition. Das ist eine Limited Edition. Und die riecht einfach nach Sommer. So dieses typische ein bisschen so Sonnencreme, Strand, Pool. Ich kann es nicht beschreiben, wenn ihr die mal irgendwo seht. Ich weiß nicht, ob es die im DM gibt. Schnuppert mal dran. Die riecht genial und die kommt auch demnächst in die Dusche noch. Dann auch mega genial, das wollte ich mir eigentlich eh diesmal mitnehmen, weil es schon fast wieder leer ist, ist von Bioil. Mein Öl für den Bauch hauptsächlich. War im Angebot für 6 Euro irgendwas im Müller. Dann hat Robert hier was Neues für die Haare mitgenommen, von Got2b mal zum Ausprobieren. Das war nämlich auch runtergesetzt. Und ich habe mir nochmal einen Cremebadezusatz mitgenommen, weil ich gebe das immer ganz gerne zu diesen Sachets dazu. Das riecht auch nicht ganz so krass. Es ist hier mit, das ist ein Aromacremebad mit Kokosmilch und Ylang Ylang. Aber es riecht sehr, sehr dezent. Und ja, sehr, sehr gut finde ich. Gar nicht so krass nach Kokos, wie man erwarten würde vom Bild her. Und ja, da mein anderer Zusatz halt fast leer ist und ich diesen neutralen gar nicht gesehen habe im Müller, habe ich jetzt dann halt mal den mitgenommen.
Und dann sind nur noch zwei Sachen drin. Und zwar zwei Trockenshampoos habe ich mitgenommen. Das von Batiste war auf knapp 2 Euro reduziert und im DM kosten die fast 4 mittlerweile. Und ich habe hier dieses mit dem russischen Design, sage ich mal, mitgenommen. Ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich, wenn ihr es jetzt seht von Namen. Genau, diese Babuschkas oder wie die heißen. Die Sorte habe ich noch nicht ausprobiert, aber habe ich auf jeden Fall für 2,22 Euro oder so mal mitgenommen. Und von Colab, die sind normalerweise auch voll teuer, das war auch voll günstig, habe ich dieses Dry Shampoo mit Fresh Geruch mitgenommen. Wollte ich immer ausprobieren, auch das war super gut reduziert im Müller. Kostet auch sonst um die 4 Euro. Und deswegen durfte es auf jeden Fall zum Testen mit. Ja, das war meine kleine Müller-Ausbeute. So, ich werde mich jetzt entkleiden und mit Robert eine Folge Anthony Bourdain gucken. Und dabei ein bisschen was schnapsen und natürlich den Vlog für euch schneiden. Ich hoffe, es war heute wieder ein bisschen interessanter für euch. Und ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao!